Dira wird Racing Santander in der kommenden Saison mindestens zweimal begegnen mit Real Madrid in der Liga. Wer weiß, vielleicht im Pokal auch noch. Also, ihm einen Glückwunsch zu diesem Transfer und St. Pauli den Glückwunsch zur Führung. Beinahe zweimal die Chance und dann ist er doch am Ende drin. Max Kruse macht das Tor für den FC St. Pauli. Nachdem Ebbers schon die ganz große Chance hatte. Wir schauen auf die Szene. Hier ist die Entstehung der Geschichte. Ging aus von Boll, dann über Rotenbach auf Naki, dann Ebbers, der am Keeper Antonio scheitert. Und dann der doppelte Versuch am Ende vom Max Kruse. Der hat schon mal in der Bundesliga gespielt, übrigens für Werder Bremen. Und er macht jetzt hier das 1:0 für den FC St. Pauli. Also klasse. Kruse mit der Führung. Die Hauptstadt hat es nicht ganz so komfortabel, fußballmäßig, momentan zumindest. Ruben Hennings mit dem Freistoß. Ja, und da ist das zweite Tor. Ich glaube, der Ebbers ist noch dran. Er steht vollkommen frei. Man beklagt sich bei Racing Santander, dass es ein Abseitstor war. Ich habe keine Ahnung, ob er dran war. Das werden wir jetzt hier nochmal eruieren. Also der Freistoß. Ja, aus dieser Position auch nicht unbedingt zu erkennen. Hennings. Und jetzt schauen Sie selber. Naja, leicht mit dem blonden Haar. Und hier vielleicht zu erkennen, ob er im Abseits steht. Für mich aus dieser Position nicht zu sagen. Also auch der Stadionsprecher hat Marius Ebbers als Torschütze ausgeguckt. Wir nehmen das einfach mal so mit. Das waren die Haare von Marius Ebbers. Es ist das 2:0. Gut vorbereitet vom Freistoß des eingewechselten Ruven Hennings. Der Captain ist jetzt an Bord. Fabio Morena. Ja, aber nochmal Besuch von einem Fan, nimmt den Ball auch weg, Jimmy Jump nennt er sich und erzielt möglicherweise das Tor gegen Racing Santander in der Bundesliga, wäre dem Theater schon ein Ende gemacht worden, auch in St. Pauli wird er gejagt von der Ordnerfront, der Ball ist weg, er kehrt zurück in Richtung Mittelfeld. So, und irgendwann wird er den Platz verlassen. Jetzt geht er doch zu Hain. Der klatscht ihn ab. Die Ordner kommen ihm nicht hinterher. Er hat es geschafft. Also, Salta Salta, Jimmy Jump verlässt den Platz und entert die neue Haupttribüne. Man kann davon ausgehen, dass er da oben irgendwann mal Besuch von dem einen oder anderen Ordner bekommen wird. Also. Das ist möglicherweise der Mann, der auch beim WM-Finale für diese Aufregung gesorgt hat. Wie auch immer. Hier hat er eine große Vorstellung geboten. So, jetzt haben wir wieder Fußball. Nichtsdestotrotz in dieser zweiten Halbzeit dieser Partie hier. Am Strand liegt auch das Stadion, das heißt El Sardinero. Eine Sardinenbüchse sozusagen. So ähnlich wie hier. Hennings! Ja! Ja! Und die können ja richtig Fußball spielen. Und der hat es verdient, dieser Hennings. Wenn es einer verdient hat, dann der. 77. Minute. 3:0 für St. Pauli. Ja, super gemacht. Da draußen mit Bartels zusammen. Und das Zuspiel und der Abschluss. Glänzend, Freunde. Finn Bartels und Ruben Hennings. St. Paulis Supershow. Mit links 3:0 für den FC St. Pauli. Also die wissen, dass sie heute für sie spielen.
liebe Zuschauer, die St. Paulianer, die hören nicht auf hier. Die wollen auch Ihnen zu Hause gute Unterhaltung bieten und das bieten sie uns. Wellenflug am Dom in Hamburg. Das ist hinter diesem Stadion, wie gesagt, direkt hinter der Tribüne. Hier. Achterbahn gibt es auch, Geisterbahn auch, alles da. Für die, die hier im Stadion waren. Und Grudzinski pfeift das Spiel pünktlichst ab. 3:0 gewinnt St. Pauli, also durch Tore von Kruse, Ebers und Hennigs vor 6.660 Zuschauern am Müller-Tor.